Hallo Menschen, heute möchte ich über meine gelesenen Bücher aus dem März sprechen. Das erste war wieder mal eine gemeinsame Lektüre mit Sophie vom Kanal Verstand, nämlich Medea, Stimmen von Christa Wolf. Und weil das ja irgendwie ähnliche Voraussetzungen sind wie bei Cassandra von derselben Autorin, das heißt, man nimmt sich eine Figur aus einem ursprünglichen Mythos, die dort aber eher am Rande steht, hatte ich recht hohe Erwartungen, die leider nicht so wirklich erfüllt wurden. Das Ganze ist abwechselnd aus der Ich-Perspektive verschiedener, also sechs verschiedener Personen geschrieben und manchmal sind es eben Bekannte wie Medea und Jason, teilweise aber auch eher Nebenfiguren. Und natürlich habe ich erwartet, dass Christa Wolf mit dem Ursprungsmythos spielt und ihn ein wenig dreht. Ich war aber überrascht davon, dass sie ihre Medea eigentlich kaum etwas von den Dingen lässt, die man mit Medea verbindet. Zum Beispiel dieses ganz große Bild, dass Medea eine Kindsmörderin ist. Ich finde, das ist so das Ding, was man mit ihr verbindet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Illustration von Mucha eben kenne. Und ich meine, ich weiß, dass es vor der Euripides-Version von Medea auch andere gab, in denen sie keine Kindsmörderin ist. Aber ich finde, das ist irgendwie so das Bild, was in die Jetztzeit mit hineinschwappte. Und natürlich habe ich gehofft, dass Christa Wolf es irgendwie anders begründet als im Ursprungsmythos, dass Medea auf jeden Fall extrem zerrissen ist oder dass es einfach wirklich keine andere Möglichkeit gibt oder dass sie eventuell ihren Kindern durch den Tod sogar etwas noch Schlimmeres ersparen möchte. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass die Korinther vielleicht mit den Kindern etwas wirklich Schlimmes planen oder dergleichen, aber, und ich finde, so viel kann ich auch verraten, stattdessen ist einfach nichts, also Medea ist keine Kindsmörderin, das ist einfach nur ein Gerücht, das ist nichts. Und so ist es mit ganz vielen Dingen, finde ich, die man mit Medea verbindet. Und ich hatte mir halt gewünscht, dass sie den Ursprungsmythos nicht einfach komplett verleugnet und sagt, nee, Quatsch, das hat die Medea nicht gemacht, sondern dass sie den so ein bisschen dreht und damit spielt und dergleichen, was leider nicht so vorkommt. Von den Perspektiven, den Stimmen allgemein, die vorkommen, war ich auch nicht immer komplett überzeugt. Ich finde, viele wirken wirklich einfach so wie ein, hier, hallo, ich habe auch was zu erzählen, ich habe nämlich auch kein leichtes Leben und ich möchte meinen Senf dazugeben, so ein bisschen. Was mir aber zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war, dass Medea auf ihrem Weg nach Korinth einmal bei Kirke oder Circe zwischenstoppt und die erzählt ihr halt davon, dass ganz viele Leute immer so auf ihrer Insel landen und wie sie halt über Jahre, Jahrzehnte hinweg schon die Männer, sind ja immer die Männer, beobachtet und sie kommt quasi so ein bisschen zu folgender Schlussfolgerung. Weißt du, was sie suchen, Medea? Fragte sie mich. Sie suchen eine Frau, die ihnen sagt, dass sie an nichts schuld sind, dass die Götter, die sie zufällig anbeten, sie in ihre Unternehmungen hineintreiben, dass die Spur von Blut, die sie hinter sich herziehen, zu ihrem von den Göttern bestimmten Mannsein gehört. Große, schreckliche Kinder, Medea. Das nimmt zu, glaub mir, das greift um sich, auch dein Junge da, an den du dich gehängt hast. Bald wird er sich an dich klammern. Das Übel sitzt schon in ihm. Aber Verzweiflung ertragen sie alle nicht. Zum Verzweifeln haben sie uns abgerichtet. Einer muss ja trauern. Oder eine. Wenn sie nur noch von Schlachtenlärm und Geheul und dem Wimmern der Niedergeschlagenen erfüllt sein würde, dann bliebe sie einfach stehen, die Erde. Meinst du nicht? Und auf der anderen Seite dann nochmal. Weißt du was, Medea? Sagte Kirke zu mir. Weißt du, was ich glaube? Ich werde mit der Zeit wirklich böse werden. Nach und nach werde ich böse werden und nur noch fluchend am Ufer stehen und keinen mehr auf die Insel lassen. Es läuft ja die ganze Bosheit und Gemeinheit und Niedertracht, die sie über mich ausschütten, nicht einfach wie Wasser an mir ab. Und das fand ich eine ganz nette Überlegung, dass man quasi auch manchmal von den Umständen in eine Richtung getrieben wird und dass halt vor allem Kirke, die ja dann in der Odyssee wirklich einfach nur noch so die böse Hexe quasi ist, dass es hier quasi so vorausgedeutet wird und dass sie aber eigentlich mal ganz anders war und dergleichen, das fand ich ganz nett. Und in eine ähnliche Richtung geht das, was ich eben am Buch tatsächlich am meisten mochte, nämlich so einige Überlegungen zum Thema Wahrheit und Verdrängung. Zum Beispiel sagt Jason, dass er inzwischen gar nicht mehr wirklich weiß, wie das eigentlich so genau war, als er damals das goldene Vlies gestohlen hatte, weil die Leute da so viel noch drumherum dazu gedichtet und sich ausgedacht haben, weil die Geschichten halt immer größer wurden, dass er schon den Bezug zur Realität komplett irgendwie verloren hatte und dass Menschen andere immer zu einer Figur stilisieren, die sie eventuell gerade brauchen. Also eben zum Beispiel einen strahlenden Helden, aber eben auch eine Hexe, also dass man jemanden braucht, den man verteufeln kann. Und das fragt auch quasi einfach, wie so ein Mythos überhaupt entsteht und wem so ein Mythos eventuell nützt, also wer das auch bewusst streut, um das für seine Zwecke zu missbrauchen und dergleichen. Das heißt, manche nutzen so etwas ja ganz bewusst, so nach dem Motto, es ist zwar jetzt nicht schön, aber für das größere Wohl müssen wir jetzt jemanden eben als
einen bösen Menschen als den Feind in der Geschichte irgendwie uns hinstellen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wissen schon eigentlich ganz genau, was Sache ist, die reden sich aber quasi bestimmte Dinge ein, dass etwas so und so ist, einfach weil es für sie so leichter ist zu leben. Und das, also ich meine, das finde ich nicht gut, aber das lässt total interessante Überlegungen zu, eben auch so in Richtung einer Sündenbock-Mentalität und dergleichen. Und dann gibt es auch noch so ein paar erste Überlegungen zur Stellung, nicht unbedingt der Frau allgemein, aber einfach dieser Frau, also Medea. Da möchte ich zwei Zitate vorlesen. Es ist dahin gekommen, dass es für meine Art auf der Welt zu sein kein Muster mehr gibt oder dass noch keines entstanden ist, wer weiß. Und dann lese ich auf der letzten Seite, wohin mit mir? Ist eine Welt zu denken, eine Zeit, in die ich passen würde? Niemand da, den ich fragen könnte. Das ist die Antwort. Und ich hatte auch gehört vorher schon, dass halt schon irgendwie vielleicht auch so einige autobiografische Elemente drin sind, dann vor allem nochmal so in Bezug auf DDR, BRD. Und ja, das, also ich sehe das und da kann man bestimmt noch mehr interpretieren, auch vielleicht für Leute, die in der Zeit aufgewachsen sind, aber so richtig viel konnte ich dann damit nicht anfangen. Oder das hat das Buch für mich jetzt nicht irgendwie noch aufgewertet, dass ich jetzt sagen könnte, okay, man kann das noch in Richtung deutsch-deutsche Geschichte interpretieren. Ja, das heißt, das Buch ist wirklich nicht schlecht, aber halt leider auch nicht hervorragend. Und ich hatte einfach vorher irgendwie mit mehr Begeisterung meiner Seite gerechnet. Es ist solide, es war okay. Ich werde es auch nicht sofort aussortieren. Dafür waren doch einige Zitate drin, die ich ganz nett fand. Aber mehr als ein okay bekommt es jetzt leider auch nicht von mir. Danach las ich noch etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, nämlich Hand aufs Herz. Das ist ein autobiografisch inspirierter Comic. Die Autorin traf auf einer Lesereise in Marokko auf eine andere junge Frau. Die beiden kommen so ein bisschen ins Gespräch und redeten über Sexualität. Was wohl in Marokko, auch heutzutage, vor allem in der Öffentlichkeit, immer noch recht ungewöhnlich ist. Und das war so ein bisschen der Auslöser für mehrere solche Gespräche mit ganz vielen verschiedenen Frauen. Und natürlich geht es in diesen Gesprächen ganz viel auch um Doppelmoral in der Gesellschaft, also Werte, die Frauen und Werte, die Männer betreffen, die sich unterscheiden. Es geht um die Diskrepanz zwischen dem Islam und einem selbstbewussten Auftreten von Frauen, beziehungsweise manchmal eben auch keiner Diskrepanz. Manche können das auch für sich vereinen, manche sagen, eigentlich steht es so anders, aber ich mach's halt so und so weiter und so fort. Es geht natürlich aber auch grundsätzlich einfach um Gleichberechtigung in einer patriarchalen Gesellschaft. Also zum Beispiel auch lesbische Frauen, die teilweise wirklich, wirklich Probleme und Angst um ihr Leben haben müssen. Es geht auch einfach um mangelnde biologische Aufklärung, dass da wirklich ein Wissen nicht vermittelt wird und dass junge Frauen ganz ungebildet teilweise in manche Beziehungen reingehen. Das heißt, es ist ein großer, vielstimmiger Chor an verschiedenen Erlebnissen, die sich aber alle so ein bisschen um dasselbe Thema drehen. Und meiner Meinung nach war das sehr, sehr gelungen. Ich möchte es gerade vor allem noch mal ein bisschen im Vergleich zu dem Comic Drei Wege erklären, was ich letzten Monat las und was mir nicht ganz so gut gefallen hat, obwohl das ja auch eigentlich drei Frauenleben beschreibt, die sich teilweise gleichen, teilweise spiegeln und teilweise unterscheiden und dergleichen. Aber hier in Hand aufs Herz funktioniert das meiner Meinung nach so gut, weil die Autorin gar nicht versucht, jetzt irgendwie so ein komplettes Leben dieser verschiedenen Frauen wiederzugeben, sondern quasi den Einfluss dieser einen Sache, der Sexualität, eben auf das Leben der Frauen. Und natürlich ist es irgendwie auch bezeichnend für eine Gesellschaft insgesamt, wie mit der Sexualität von Frauen umgegangen wird oder mit der Sexualität allgemein, ob man das offen bespricht, ob allen die gleichen Rechte zugeteilt werden und dergleichen. Und teilweise ist das natürlich eine Gesellschaft, die schon sehr anders ist als unsere. Also wir sind da definitiv meiner Meinung nach freier. Also, aber natürlich gleichen sich auch ganz viele verschiedene Dinge. Und insofern, ich fand das extrem interessant, weil ich auch einfach vom Leben in Marokko so gut wie gar nichts weiß. Aber speziell auch einfach all den Frauen zuzuhören und deren Erfahrungen zu folgen, also fand ich ganz, ganz toll und fand ich auch in Comicform gelungen. Und ich würde aber von der Autorin gerne auch noch mehr lesen, wo sie es vielleicht doch noch ein bisschen stärker ausarbeitet, wo sie vielleicht mehr Platz hat als in einem Comic oder dergleichen. Aber die Zeichnungen waren auch richtig schön, relativ realistisch, aber jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, nicht ablenkend oder dergleichen. Also fand ich sehr, sehr gut. Als nächstes beendete ich dann Record of a Spaceborn View von Becky Chambers. Das ist der dritte Teil einer lose zusammenhängenden Science-Fiction-Reihe, die man auch durcheinander lesen kann, die aber eben jeweils Querverweise aufweist. Und schon beim ersten Teil, den ich persönlich ja noch geliebt habe, haben einige Leute kritisiert, dass ihnen da zu wenig Handlung sei. Mich hat es bisher nie gestört. Diesmal muss ich Ihnen allerdings recht geben. Ich hatte diesen Monat, also meine Gedanken zu den ganzen Büchern, immer den März über nicht aufgeschrieben, hatte irgendwie keine Zeit oder Muße und habe das erst im April gemacht. Und als ich zu diesem Buch kam, saß ich wirklich erstmal kurz da und habe gedacht, warte mal, worum ging es denn eigentlich? Und das ist
kein besonders gutes Zeichen für ein Buch, meiner Meinung nach. Ich meine, ja, manche ruhige Bücher, in denen es hauptsächlich um die Charaktere und ihr Innenleben geht, die funktionieren wunderbar und gehören absolut zu meinen Lieblingen. Und hier war es mir auch etwas zu wenig. Wir folgen diesmal der sogenannten Exodus Fleet, für diejenigen, die die Reihe nicht gelesen haben. Das sind die Raumschiffe, die damals unsere Erde verließen, als die eben unbewohnbar wurde, und auf die Suche gingen eben nach neuem Lebensraum oder eventuell auch nach anderen Aliens und dergleichen. Und wir befinden uns aber jetzt in der Zeit des Buches eben schon auch in derselben Zeit, in der das erste Buch spielt. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr direkt im Moment der Flucht, sondern die Menschheit hatte schon Kontakt mit Aliens. Es gäbe theoretisch auch Planeten, auf denen man sich ansiedeln kann. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, noch permanent auf einem Raumschiff zu leben, aber manche machen es eben dort. Und dementsprechend geht es in diesem Buch natürlich ganz viel auch irgendwie um Heimat, also auch ob Menschen Heimat sein können, ob es etwas bedeutet, wo man herkommt, ob man woanders wirklich neu anfangen kann oder ob man irgendwie immer noch so diese Wurzeln in die ursprüngliche Heimat hat und dergleichen. Und natürlich auch wieder ganz, ganz groß um das Miteinander, was wir bei Becky Chambers immer haben. Leider fand ich, dass die einzige Interaktion mit Aliens und, also zwischen Aliens und Menschen, sind in diesem Buch. Weil wir, also ein einziges Individuum, ein Alien, kommt diese Exodus Fleet besuchen, weil die halt so ein bisschen fasziniert, also oder das Alien ist fasziniert von der Menschheit, die sich dafür entschieden hat, auf den Raumschiffen zu bleiben und untersucht die eben quasi wissenschaftlich. Und sonst hat man eben nur Menschen mit Menschen. Und natürlich gibt es zwar das grobe Sci-Fi-Setting drumherum, ne, dass wir uns auf Raumschiffen bewegen, aber im Vergleich zum ersten Buch war mir das einfach zu wenig Science Fiction oder einfach auch so ein bisschen zu unbesonders. Also eigentlich hätte alles, was in dem Buch passiert, auch einfach jetzt auf der Erde passieren können. Da hätte man halt, also am Anfang des Buches ist zum Beispiel ein Unfall an einem der Raumschiffe. Okay, das haben wir jetzt natürlich hier nicht, aber dann hätte man einfach irgendeinen anderen Unfall genommen. Und für das Alien hätte man halt einen Besucher aus einem wirklich anderen Kulturkreis genommen oder dergleichen. Aber es ist mir ja zu wenig Sci-Fi gewesen und es lässt sich zudem auch so, so viel Zeit. Ne? Irgendwann sind die Charaktere ja etabliert und auch die Konflikte, wobei ich auch wirklich sagen müsste, also so einen richtigen Konflikt, also irgendetwas, was die Menschen vorantreibt, haben wir in diesem Buch nämlich leider auch gar nicht. Und dann wabern die da hunderte Seiten lang einfach in ihren Existenzen so vor sich hin. Ne? Also es gibt wieder so ein paar niedliche Momente, aber die waren in dem Fall für mich auch etwas zu bemüht. Also viel setzt zum Beispiel darauf, dass hier eine Protagonistin eben ein, wie sagt man auf Deutsch, ein Toddler hat, also kein Baby mehr, so ein Kleinkind quasi. Und ich finde kleine Kinder nicht niedlich und auch nur manchmal lustig. Deswegen war das halt quasi nicht so mein Humor. Und mein Fazit ist insofern vielleicht ein bisschen ironisch, weil ich am ersten Teil genau dieses Miteinander lobte und nicht unbedingt das Sci-Fi-Setting. Aber im Endeffekt ist für mich hier zu wenig Science Fiction und zu wenig Handlung drin. Ne? Also ich freue mich trotzdem auf jeden Fall auf mehr Bücher von Becky Chambers, weil sie mir zwei sehr, sehr gute Bücher geliefert hat und jetzt eben eins, was ja auch nicht schlecht war, sondern einfach nur okay. Aber ja, auch hiervon war ich leider nicht begeistert. Danach wurde es aber besser und ich war relativ begeistert von Brecht, Roman seines Lebens von Heinrich Brelohr. Das war toll. Das wurde prinzipiell auch verfilmt. Das lief aber irgendwie nur eine Woche, glaube ich, in den Kinos. Oder zumindest bei uns in Dresden lief das nicht sehr lange. Und dann lief das auf Arte und im ARD. Und dieses Buch hier ist nicht ganz so ausgefeilt geschrieben wie ein Roman. Es ist aber auch nicht nur das Drehbuch. Es hat definitiv dokumentarischen Charakter, nimmt sich aber auch fiktionale Freiheiten. Das heißt, die Szenen, die da so beschrieben werden, sind schon zusammenhängend, aber teilweise auch sehr episodenhaft. Also man kommt so von einer Szene zur nächsten, wird da so ein bisschen hineingeworfen. Dann hat man noch zwischendurch Zitate von realen Personen eben aus Brechts Leben, die der Autor und Regisseur eben interviewte. Wir haben aber auch nochmal Leute, die Dinge kommentieren, die Brecht damals über sie in sein Tagebuch geschrieben hat. Dann haben wir teilweise noch Zitate eben aus Brechts Werken, Tagebüchern, vielleicht auch Briefen, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Und dann haben wir nochmal Bilder von Personen aus der Jetztzeit, also zum Beispiel von Schauspielern und bei den Dreharbeiten und so ein paar Hintergrundinfos, wie so eine Szene gedreht wird. Und am Anfang und dann man selten auch immer zwischendurch haben wir eben so ein bisschen den persönlichen Zugang des Autors und Regisseurs und immer mal wieder so ein paar offene Fragen, die er halt bei seiner Annäherung an Brecht bis zum Ende hin auch noch gehabt hat. Das heißt, das ganze Buch ist sehr Meta und das ist meiner Meinung nach die perfekte Art eigentlich, um sich Brecht zu nähern. Also Stichwort auch nochmal so ein bisschen
Verfremdungseffekt, man wird immer wieder herausgerissen, einfach so aus einer ganz normalen Handlung, sondern man wird sich immer wieder bewusst, was das hier ist, dass es halt weder eine reine Biografie ist, aber dass es auch nicht alles fiktional ist, dass es halt ein großes Potpourri an allem so ein bisschen. Und das vermischt sich meiner Meinung nach alles extrem gut. Und es ist vor allem auch keine reine Verklärung. Also es gibt genug Stellen, bei denen ich mir beim Lesen dachte, mein Gott, was ist Brecht in dem Moment für ein Stück Arsch oder dergleichen. Also es gibt definitiv auch seine negativen Seiten wieder oder zum Beispiel auch so die fragwürdige Einstellung am Ende zur DDR. Also er hat ja nicht allzu lange dann noch in der DDR gelebt, hat auch einiges, was dann an Schlimmem passierte, gar nicht mehr mitgekriegt. Aber ich gebe euch mal kurz ein Beispiel, wie hier beschrieben wird. Das ist jetzt nicht das absolut Negativste, aber da seht ihr mal so ein bisschen, wie andere Leute eben über ihn geredet haben. Brecht war nicht nur einfallsreich, amüsant, witzig. Er hatte auch die Aura eines Kindes, zog, ohne es zu wollen, Blicke, Gefühle, Tastversuche, Berührungsgier an sich. Auch das hatte er mit einem Kind gemein. Was er sah, wovon er hörte, wollte er haben. Und dann wird es wieder ganz toll mit eben Szenen und kleinen Momenten gespickt, bei denen natürlich niemand dabei war, was wir halt auch nicht so komplett belegen können, die aber sich ganz, ganz toll miteinander ergänzen, meiner Meinung nach. Ich habe inzwischen übrigens auch die Verfilmung gesehen und fand das Buch besser, was mich in dem Fall überrascht hat, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, das war nicht unbedingt direkt als Buch geplant am Anfang und es sind ja auch richtig gute Schauspieler. Aber manchmal fand ich das tatsächlich fast ein bisschen plump gespielt. Und hier weiß ich nicht, ob vielleicht auch das Absicht war, dass also auch der Regisseur wollte, dass man genau wie in Brechts Theaterstücken eben nicht einfach nur mitgerissen wird von der Handlung, sondern dass man immer wieder so ein bisschen von außen drauf blickt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber manche Sätze, finde ich, funktionieren geschrieben irgendwie auch besser. Also wenn sie das vorgelesen haben, habe ich gesagt, oh mein Gott, so redet doch keiner. Also weiß ich natürlich nicht, ob vielleicht Leute doch so reden. Aber wie gesagt, das Buch würde ich absolut empfehlen. Ich meine, natürlich sollte man ein minimales Interesse an Brecht mitbringen, aber ich finde zum Beispiel nicht, dass man unbedingt etwas von ihm bereits gelesen haben sollte oder dass man ihn unbedingt mögen muss, um dieses Buch toll zu finden, sondern es ist auch einfach so ein total interessantes Dokument von einem Menschen, der eben im 20. Jahrhundert einiges mitgemacht hat und ja, von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Danach lasse ich noch die Comic-Adaption eines Klassikers, nämlich Der letzte Mohikaner, gezeichnet von Cromwell und geschrieben ist der Text, also es basiert natürlich auf dem Roman von James Fenimore Cooper, aber der Text des Comics ist geschrieben von Kat Malou. Und ich hatte den Titel natürlich immer so als geflügeltes Wort im Hinterkopf, hatte das Original aber nie gelesen. Und fangen wir erstmal so an, der Zeichenstil bekommt 10 von 10 Punkten. Das ist genau mein Ding. Der ist großartig. Der ist düster und es sieht so extrem pastos aus irgendwie. Ich muss echt nochmal recherchieren, ob der mit Photoshop arbeitet oder tatsächlich traditionell und das dann alles einscannt. Also da war ich hin und weg. Das finde ich ganz, ganz, ganz großartig und lobenswert. Vom Text her finde ich das hier vielleicht doch etwas zu kurz gefasst. Also eben mit meinen nicht vorhandenen Kenntnissen des Originals war ich doch etwas verwirrt. Ich habe mir dann den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Das hat dann auch gereicht. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, da gibt es ja großartige Formulierungen. Das möchte ich euch jetzt vorlesen, was die hier mit dem Text gemacht haben oder dergleichen. Aber wirklich insgesamt durch die Zeichnungen so stimmungsvoll. Und da werde ich definitiv gern nochmal durchblättern, auch einfach für den Zeichenstil. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das für jeden irgendwie etwas ist, weil rein inhaltlich muss ich zugeben, dass so die Zeit der US-amerikanischen Geschichte mich nur so bedingt interessiert, aber ganz großartiger Zeichner hier und ich muss den Zeichner unbedingt mal googeln, ob der noch was anderes hat. Ganz toll. Dann las ich auch in meinem ersten Band der gesammelten Werke von Brecht noch weiter und zwar tatsächlich richtig viel, nämlich einmal Die Hochzeit, Prärie, Der Flug der Lindbergs, Der Ja-Sager, Der Nein-Sager, Die Maßnahme, Die sieben Todsünden der kleinen Bürger und Die Gewehre der Frau Caran. Manches von denen ist auch ganz kurz, es sind teilweise nur ein Akte und ich muss zugeben, gerade mit denen konnte ich nicht besonders viel anfangen. Die fand ich viel zu kurz gefasst, dadurch tatsächlich auch fast so ein bisschen plump, finde ich. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich werde dann zu dem Band ein insgesamt Sammelvideo machen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Im April habe ich jetzt tatsächlich den auch durchgelesen. Ich kann nicht versprechen, dass ich es im Mai schon schaffe. Also es ist nicht so, dass ich damit was unglaublich Großartiges machen möchte, aber ob ich jetzt so die Zeit finde, da meine Gedanken zusammenzunehmen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, teilweise gemocht, teilweise eben auch nicht so. Das habe ich auch genau so erwartet. Und ich fand es eine sehr interessante Annäherung, vor allem jetzt auch nochmal mit dem anderen Brecht-Buch und mit einigen Dokus, die ich gesehen habe. Ja, da kommt dann hoffentlich im Mai
Ich würde mal sagen, spätestens im Juni noch ein Video dann zum ersten Band. Und ich denke, jetzt möchte ich aber erstmal ganz kurz mit seinen Gedichten weitermachen und damit ich einfach mal ein bisschen was anderes habe. Und dann geht es mit anderen Dramen weiter. Und am Ende des Monats las ich dann noch zwei E-Books. Das erste war Töchter von Lucy Fricke. Hier ist die Prämisse, dass unsere Ich-Erzählerin zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin und deren Vater in dessen klapprigem altem Auto gen Schweiz fährt, weil er dort Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Und ich will aber noch so viel verraten, dass sich das Ganze schon noch ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln und einfach noch mehr Dinge drumherum passieren, die ich euch aber nicht vorwegnehmen möchte. Auch hier, ähnlich wie in Takeshis Haut von derselben Autorin, was ich ganz, ganz toll fand, finde ich, dass es auch hier wieder eine sehr gute Mischung ist aus Humor einerseits, aber dann auch einer ernsten, ruhigen Erzählweise. Also ich würde nicht sagen, dass das ein witziges Buch ist, obwohl ich halt mehrmals lachen musste. Ich möchte euch kurz ein Beispiel geben für Dinge, die ich witzig finde, und zwar folgendes. Ich wollte hier nicht zur asozialen Alkoholikerin verkommen und wusste sehr genau, dass es von der sozialen zur asozialen Trinkerin nur ein Schritt war. Und dieser Schritt war die Uhrzeit. Nicht grundlos war ich ein Nachtmensch, so hatte ich mehr Zeit für den Alkohol. Und insgesamt ist es aber eher eine melancholische Grundstimmung. Und auch da nochmal ein Zitat. Und zwar eins, was Bezug auf den Titel des Buches nimmt. Das ist bei weitem noch nicht das Traurigste, was ich euch vorlesen könnte, aber eins, was halbwegs neutral ist und euch noch nicht zu viel verrät und eben so ein bisschen die Situation zeigt, in der die zwei Frauen sind. Und zwar folgendes. Wir waren die Töchter von Vätern, die erst im Ruhestand die Zeit fanden, mit uns zu reden. Wir erklärten ihnen das Internet und sie uns das Wetter. Die Liebe kam so spät, dass wir kaum noch etwas anfangen konnten damit. Wir nahmen sie nur noch hin, in Dankbarkeit. Aber geben konnten wir wenig und zurückgeben schon gar nichts. Und logischerweise geht es ganz viel um Familienbande insgesamt, aber eben nicht nur die positive Art und Weise, sondern es geht auch sehr, sehr viel um Probleme innerhalb einer Familie und dann eben aber auch so, wenn man die schon dann so nach Jahren... Ja, ist ja nicht so, dass die Probleme verschwinden, aber wenn das ist gar nicht mehr so dieses aufgewühlte Gefühl vom Anfang oder so, aber irgendwie schwelt das alles noch so ein bisschen darunter. Und ich möchte euch nochmal zwei Zitate vorlesen, die in die Richtung gehen. Nummer 1. Mütter waren seltsam. Besonders für uns, die wir sie ständig auch als Ex-Frauen erlebten, in einer endlos scheiternden Beziehung mit unseren Vätern. Wir hatten zwei Menschen aneinander gekettet, die ohne uns seit über 30 Jahren kein Wort miteinander gewechselt hätten. Und das zu Recht. Wir hatten sie nicht darum gebeten, den Kontakt zu wahren, trotzdem beschämte es uns mit jedem Jahr mehr. Wer wollte schon ein Leben als Bindeglied verbringen? Manche traf es noch härter, die wurden gleich als Kind geboren. Und dann etwas weiter unten. Ich sah an meiner eigenen Mutter, wie das Leben zu einer einzigen Rechtfertigung werden konnte. Oft hatte ich das Gefühl, sie versuchte letztlich nur glücklich zu sein, um es allen anderen zu beweisen. Das Glück als der endgültige Beweis dafür, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Denn was nützte dieses Kämpfen, wenn am Ende bloß eine traurige Verlassenheit auf einen wartete? Wenn all das, was man zu wollen meinte, nicht das war, was man brauchte? Wenn die sogenannte Freiheit sich als ein zielloses Herumirren entpuppte und man selbst zu einem Irrtum wurde? Und das sind schon wirklich gute Zitate, finde ich. Es geht auch logischerweise um das Thema Verlust und Trauerbewältigung. Auch dazu möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen. Moment. Ich musste ihr vorkommen wie ein eingefrorenes Bild. Wann immer man eine Nachricht bekam, die erschütternd war, egal ob gut oder schlecht, drehte man sich danach um und sah die Welt unbewegt, obwohl sich für einen selbst gerade alles verändert hatte. Plötzlich war da eine Kluft und manchmal verschwand sie nicht mehr. Und natürlich geht es auch viel um Freundschaft, ne? Wie gesagt, die eine fährt gerade den Vater der anderen in die Schweiz und was das mit einem macht oder was vorher passierte, dass die zwei so eine Freundschaft haben. Und es geht auch, finde ich, um späte Selbsterkenntnis, beziehungsweise sind die beiden eigentlich in einem Zustand, in dem die Selbsterkenntnis schon vor Jahren einsetzte und dann so der Fakt, dass es manchmal aber tatsächlich auch einfach nichts bringt. Also dass Selbsterkenntnis nicht immer der erste Schritt zur Besserung ist, dass sie einfach mit der Erkenntnis leben oder mit ihren Fehlern, aber ohne, dass deswegen alles gut wird. Das fand ich tatsächlich total interessant. Das Einzige, was ich nicht mochte, ist, dass mir etwas zu häufig und sowohl inhaltlich, also in den Dingen, die passieren, als auch vom Ausdruck her, in den Dingen, die die Leute sagen, Klischees vorkommen, die unsere Ich-Erzählerin und damit natürlich auch die Autorin durchaus bemerkt und kommentiert und sowas sagt wie, oh, das ist jetzt ja aber klischeehaft, aber es kommt halt trotzdem im Buch vor. Also wisst ihr, nur weil die Autorin anscheinend
bemerkt hat, dass hier ein Klischee gerade da ist, heißt es ja nicht, dass das Klischee nicht trotzdem da ist. Und das fand ich, das mag ich nicht so, das hatte ich in irgendeinem anderen Buch auch schon mal. Ich finde halt nur zu sagen, ja, das war jetzt blöd und ich bemerke das, macht es nicht besser, sondern würde es lieber weglassen, ich persönlich. Insgesamt fand ich das Buch aber trotzdem sehr, sehr gut. Ich möchte euch ein allerletztes Zitat vorlesen. Es gibt eine Feigheit gegenüber dem Leiden, die liegt in der Familie, meinte sie. Der Tod hingegen ist Schweigen, keine Reaktionen mehr, keine Rechtfertigungen, kein Schmerzen. Vielleicht ist das irgendwann eine Erleichterung, sagte sie. Ich glaube, niemand kämpft um seinetwillen gegen den Tod. Man möchte nur die anderen nicht allein lassen. Und tatsächlich hatte ich hier am Ende des Buches so ein bisschen ein Kloß im Hals. Das finde ich tatsächlich immer ganz nett. Also ich musste jetzt nicht weinen, aber ich dachte mir so, oh, das hatte dann doch noch so dieser tollen Balance, erst Humor und dann wieder traurig und Humor und traurig und am Ende halt quasi doch noch so ein kleines melancholisches Gefühl in mir gelassen. Das fand ich ziemlich gut. Das heißt, keine absolute Top-Empfehlung. Takeshis Haut hat mir immer noch besser gefallen, aber gefiel mir schon recht gut und ich möchte auf jeden Fall mehr von ihr lesen. Zum letzten Buch, was ich im März las, gibt es bereits eine Einzelrezension, weswegen ich es hier jetzt wieder relativ kurz halten möchte. Und zwar geht es um die Aussprache. Das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten, nämlich auf dem Fakt, dass in einer recht abgeschieden liegenden christlichen Kolonie über Jahre hinweg Frauen und auch Mädchen nachts bewusstlos gemacht und vergewaltigt worden sind. Und das ist natürlich extrem harter Tobak. Also ich habe auch gesagt, das hat mich unglaublich aufgewühlt beim Lesen. Und gerade deswegen war ich nochmal recht froh, dass die Autorin das aber relativ neutral beschreibt und definitiv nicht im Elend sich irgendwie suhlt oder ihre Charaktere dann irgendwie vorführt und sagt, oh, guck mal, wie schlecht es denen geht, und sondern es ist relativ neutral geschrieben. Das ist zwar auch vielleicht insofern ein bisschen die Kritik, die man bringen kann, denn literarisch ist es jetzt nicht das Größte. Das Buch beginnt zu dem Zeitpunkt, als die Frauen dann darüber diskutieren, was sie nun machen, ob sie gehen, ob sie bleiben, ob sie kämpfen, und sie bitten jemanden, über diese Diskussion ein Protokoll zu führen, und dieses Buch lesen wir dann eben. Das heißt, es ist eben, es sind nicht die wunderbar ausformuliertesten Worte, weil es die Gedanken oder die Formulierungen unseres Ich-Erzählers eben sind, aber einfach vom Thema her und die Art, wie eben mit diesen Verbrechen umgegangen wird, also die mich ja zwar auf Seiten der christlichen Gruppe dort absolut wütend macht, aber ich mochte es, wie die Frauen damit umgehen und welche Diskussionen dazu oder darüber entstehen, fand ich es auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht nicht für jeden etwas ist, denn wenn man so etwas persönlich durchgemacht hat, kann einen das, glaube ich, schon wieder so ein bisschen in ungesunden Zustand oder so, eine Gedankensperre zurückkatapultieren. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das inhaltlich aushaltet, würde ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Also es hat meiner Meinung nach eine gute Art, mit dem Thema umzugehen, auch wenn es, wie gesagt, literarisch jetzt nicht der Höhepunkt meines Jahres war, aber meiner Meinung nach schon empfehlenswert. Und in dem Einzelvideo zitiere ich auch einiges, da könnt ihr ja nochmal gucken, ob ihr quasi so mit der Art der Beschreibungen zurechtkommt. Und ja, und das war mein März, wieder so eine Mischung, also nicht einhellig gut, aber ich nehme auf jeden Fall einige sehr positive Bücher mit. Und im April, jetzt sind wir ja schon relativ weit vorangeschritten, ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht so unglaublich viel gelesen, was mich auch nicht weiter stört. Aber ansonsten wisst ihr, dass ich mich immer freue über Kommentare zu den Büchern, die ich gelesen habe oder ob ich euch eventuell Lust drauf gemacht habe. Und ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.